Noch 12-mal schlafen, dann heißt es in Mönchengladbach wieder der Zochküt. Doch in diesem Jahr scheint der Jäckes Spaß beim Veilchendienstagszug etwas in den Hintergrund zu rücken. Hauptthema ist das überarbeitete Sicherheitskonzept. Nach dem Terroranschlag in Berlin Ende letzten Jahres, bei dem mit einem LKW 12 Menschen getötet wurden, hat man auch in Mönchengladbach Konsequenzen gezogen. Die Straßen rund um die Zugstrecke werden jetzt schon ab 11 Uhr gesperrt und besonders gesichert. Wenn man die einzelnen Straßen sieht, die wir absperren werden, dann wird das auch vernünftig gemacht. Dann werden also mit LKWs, mit Container und so, wo man einfach sehen kann, also hier kann keiner rein. Wir zeigen alles offen, nur sagen wir nicht im Augenblick vorher wo. Das wäre ja voll fatal, dass sich einer aussuchen kann, wo ist. Und aber derjenige, der dort an eine solche Sperre kommt, der muss wissen, das ist notwendig und das muss sein. Heißt also Straßenblockaden, mehr Polizei, mehr Personenkontrollen. Trotz allem soll der Veilchendienstagszug keine Hochsicherheitsveranstaltung werden. Der Spaß für die Jecken soll im Mittelpunkt stehen. Bernd Gothe hofft, dass die Besucherzahlen nicht abnehmen werden. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn Terroristen, die also darüber nachdenken, uns das Leben schwer zu machen, uns das Feiern nicht erlauben wollen, sondern sagen, hier machen wir Schwierigkeiten. Denen müssen wir zeigen, dass wir genau das Gegenteil tun, dass wir zu den Veranstaltungen gehen und ihnen zeigen, wir lassen uns davon nicht einschüchtern. Zwei Dinge sollten die Besucher des Veilchendienstagszuges aber beachten. Auf Glas sollte lieber verzichtet werden, um unnötige Verletzungen durch Scherben zu verhindern. Außerdem wird von einer Vollkostümierung abgeraten. Das Gesicht sollte immer noch gut zu erkennen sein. Sonst sieht man ja auch gar nicht die vielen schönen Mottowagen. 73 Festwagen wird es dieses Jahr geben. Einer davon steht ganz im Zeichen der Tour de France, die im Sommer nach Mönchengladbach kommt. Und noch ein anderer Wagen wird wohl hervorstechen. Wir haben einen Wagen gemacht, wo wir alles das, was in den letzten Wochen zerstört worden ist, wo es mit Schwierigkeiten war, diese Wagen auch wieder aufzubauen, nun auf einen Wagen getan, wo wir den Menschen einmal zeigen, das ist Vandalismus und jeder soll mal darüber nachdenken, ja, wie kann man helfen, wie kann man jungen Menschen sagen, hört mal, das geht so nicht, sondern ihn vielleicht einbinden. Ich bin immer derjenige, der nicht jemand verurteilt, sondern sagt, wir müssen die jungen Menschen einbinden, wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, ihre Freizeit zu gestalten. Und wenn wir das tun, haben wir etwas, schon mal Voraussetzungen, dass sie nicht auf dumme Ideen in Anführungszeichen kommen. Die Zugstrecke hat sich übrigens nicht verändert. Und noch eine Sache ist gleich geblieben. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Live-Beschreibung für Sehbehinderte und Blinde geben. Und das kostenlos. Ganz nach dem Motto Karneval für alle.